wunderschönen guten Tag hier aus Burladingen. Und mein Gast heute ist der Unternehmer Wolfgang Grupp. Ich grüße Sie, Herr Grupp, wieder auf die Geschäfte. Einen schönen guten Tag. Die Geschäfte sind zufriedenstellend. Wir kämpfen jeden Tag, damit die Geschäfte gut sind. Und das ist auch meine Aufgabe. Ich habe die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter genügend Arbeit haben. Und meine Mitarbeiter müssen dafür auch sorgen, dass die Arbeit ordentlich verrichtet wird. Wie schaut es mit den Wachstumszahlen aus? Ich halte von diesem Wachstum, was allgemein öffentlich gesagt wird, nichts. Wir brauchen nicht ein Wachstum in Stückzahlen, sondern und damit ein Umsatzwachstum. Wir brauchen ein Wachstum im Produkt. Das heißt, meine Produkte müssen immer innovativer werden. Wir müssen in Europa und in Deutschland das produzieren, was andere noch nicht können. Deshalb brauchen wir innovative Produkte und das nenne ich Wachstum, dass meine Produkte innovativ wachsen. Sie müssen etwas Neues darstellen. Sie müssen als Textil eine Funktion darstellen, sodass der Verbraucher auch interessiert ist, das zu kaufen. Und deshalb habe ich nicht ein Stückzahlwachstum, sondern ich habe ein innovatives Wachstum. Die Umsätze können gleich sein, aber die Produkte müssen wachsen und wir müssen das produzieren, das die Welt will. Das heißt, Globalisierung ist für uns kein Grund, Arbeitsplätze abzubauen. Globalisierung ist eine Riesenchance. Ich kann heute, wenn ich ein interessantes Produkt habe, ein innovatives Produkt, es problemlos nach Russland liefern. Ich kann es nach China liefern. Wenn die interessiert sind, und das ist meine Aufgabe als europäischer Produzent, dass ich im Prinzip solche Produkte produziere, die Welt auch will. Und nicht Stückzahlen produziere, wo mir am Schluss der Chinese überlegen ist, weil er in Stückzahlen, in Massenprodukten viel günstiger ist. Leben Sie auf einem anderen Planeten, Herr Grupp? Also es geht ja, wenn man den Fernseher einschaltet, vor allem um Wachstumszahlen, es geht um Umsatz, es geht ja darum, Weltmarktführer und so weiter zu werden. Also lebe ich oder lebe ich auf einem anderen Planeten? Also ich lebe sicherlich in einer anderen Welt, denn ich lebe noch auf dem Land, wo für mich noch die Verantwortung für meine Mitarbeiter an erster Stelle steht. Wenn ich hier Mitarbeiter habe, die nicht selten bis zu 5 Jahrzehnten, also 50 Jahre in meinem Unternehmen treu geblieben sind, mir 50 Lebensjahre als Arbeit schenke, dann habe ich eine Verantwortung. Und wer eine Verantwortung für die Mitarbeiter übernehmen will, muss auch dafür sorgen, dass nicht Größenwahn und Gier an erster Stelle steht, sondern dass das Miteinander, dass sich gegenseitig vertrauen und die Werte wieder in den Vordergrund gestellt werden. Das heißt also, Sie müssen nicht an irgendwelche Aktionäre denken. Ich bin alleiniger Inhaber und für mich war noch nie das erste Ziel, dass ich den optimalen Gewinn mache. Für mich war immer das erste Ziel Erhaltung der Firma, die Sicherung der Firma für die Zukunft. Ich habe in der dritten Generation selbstverständlich diese Firma bekommen. Ich habe aber nicht das Recht, diese Firma auszubeuten und am Schluss hinzuschmeißen, sondern ich habe die Verantwortung, wenn ich auch den Nutzen dieser Firma habe, dass ich diese Firma in die nächste Generation weitertrage. Das ist meine Aufgabe und der muss ich mit meinen Entscheidungen gerecht werden. Ich war letztens in meiner Heimatstadt, bin durchgegangen, wir hatten mal 4 Drogeristen und jetzt ist einer weg. Es hieß doch bis vor einem Jahr, größter Konzern Europas, Superzahlen und so weiter. Warum kann ein Unternehmen wie Schlecker irgendwie pleite gehen? Das ist Größenwahn. Ich nenne es auch Schneeballsystem. Schlecker wusste genau, wo er stand. Denn wenn ich gelesen habe, dass er 1995 noch 5.000 Geschäfte hatte und 15 Jahre später im Prinzip 15.000, dann ist das unverantwortlich. Ich sag mal, dieses Wachstum ist nicht das Wachstum, was ich verstehe, das verantwortungsvolle Wachstum. Das ist ein Schneeballsystem, das sicherlich bei ihm notwendig war, um auch weiterhin die Kredite der Lieferanten oder der Banken zu kriegen. Wir müssen die Verantwortung und die Haftung wieder zurückbekommen in die Entscheidungsträger. Und wenn das nicht so ist, wenn die entscheiden, nicht die volle Verantwortung und Haftung für ihre Entscheidung tragen müssen, dann wird unser Land nicht besser werden. Haftung heißt in dem Fall sowohl für Wirtschaft oder auch für Medien oder Politik.
Jeder in seinem Fach, ich sag mal, wenn Politiker eine Hypoalpe Adria in Bayern kaufen und dafür 3,7 Milliarden dem Steuerzahler anschließend aufbürden, dann müssen die, die das entschieden haben, normalerweise auch in der Verantwortung stehen, mindestens mit ihren Gehältern. Dann wird eine Entscheidung überlegter. Und so sage ich, wenn also Leute auch im Größenwahn immer mehr dazukaufen und am Schluss das ganze Unternehmen in Insolvenz gehen, dann muss dieser Gierung Größenwahn Einhalt geboten werden mit der persönlichen Haftung. Und deshalb verlange ich von unseren Politikern schon lange und habe ja meine Firma demonstrativ in eine vollhaftende Gesellschaftsform, die Inhaber W Group EK, gewandelt, damit ich mit gutem Beispiel vorangehe. Wir brauchen die Haftung der Entscheidungsträger und das sollte auch von den Politikern entsprechend honoriert werden. Das heißt, wer persönlich haftet, sollte eine andere Steuer bezahlen als der, der nicht haftet. So wie Sie eine Versicherung abschließen und fragen nach Vollkaskoprämie oder nach Selbstbeteiligungsprämie, sind die Prämien gleich, wird jeder Vollkasko machen. Deshalb brauchen wir unterschiedliche Besteuerung. Dann werden die Leute wieder zurückkommen zur persönlichen Haftung, weil sie ja der Steuer generell nachlaufen und versuchen, niedrige Steuern zu zahlen. Und dann sind die Entscheidungen überlegter und verantwortungsvoller. Ich habe Sie als sehr emotionalen Menschen kennengelernt. Wie ist das? Was geht in Ihnen vor, wenn Leute bewusst Werte verletzen, die Ihnen wichtig sind? Wie ist es, wenn Leute sagen, ich mache, was ich will? Wenn ich gewinne, gehört es mir. Wenn ich verliere, kann der Staat einspringen. Also ich bin strukturrelevant und der Staat soll es richten. Das kann er natürlich nur, wenn die Gesetze so sind, dass sie es ihm ermöglichen. Deshalb sage ich, wir brauchen Rahmenbedingungen, die den, der verantwortungslos handelt, auch selbst für seine Verantwortung als Ersten gerade stehen lässt. Wenn das aber politisch so gesteuert ist, dass er das machen kann, ohne dafür nachher die Verantwortung tragen zu müssen, kann ich es ihm fast nicht verübeln. Wir erziehen im Moment alle zu Egoisten. Jeder kann tun, solange es ihm gut geht, gut tut, macht er das und anschließend lässt er die Zeche vom anderen bezahlen. Wir brauchen ein Miteinander. Ich habe die Verantwortung für meine 1200 Mitarbeiter. Ich habe in 45 Jahren noch nie eine Stunde kurz gearbeitet, nie einen Mitarbeiter aus Arbeitsmangel entlassen. Ich garantiere den Kindern unserer Mitarbeiter, wenn sie nach der Schule zu uns kommen wollen, gar einen Arbeitsplatz. Das ist meine Aufgabe und die Mitarbeiter müssen sich dann eben genauso verantwortungsvoll an ihrem Arbeitsplatz verhalten. Und diese Gemeinsamkeit hat uns diese positiven Ergebnisse, dass wir 45 Jahre Trigema-Bilanz noch nie eine Negativbilanz hatten. Das ist das Ergebnis des Miteinanders. Wenn wir aber alle zu Egoisten erziehen, dann wird es nicht gelingen. Wo sollen wir als Gesellschaft hin, Herr Grob? Also ein junger Mensch wie ich guckt natürlich zu Ihnen rüber und denkt sich, gib mir doch einen Rat, Herr Grob, wo soll es hingehen? Wir müssen zurück zu unseren Werten. Wir müssen uns wieder gegenseitig schätzen. Wir müssen uns achten. Wir müssen füreinander da sein. Und wir müssen vor allem zurück zur Familie. Wenn wir immer mehr dulden, dass die Familien zerstört werden, dass die Alleinerziehenden alle Rechte bekommen, wie wenn sie eine Familie hätten und dass die, die keine Familie haben, im Prinzip die gleichen Steuern bezahlen wie die Familie haben. Wir brauchen ein Zurück. Die Kinder müssen ein Zuhause haben, die müssen Eltern haben, die müssen eine Geborgenheit haben. Dann werden sie auch entsprechend in das Leben hineingeführt. Und wenn wir aber die Familien outen, schon im Grundsatz, und sagen, die Kleinkinder müssen schon im Prinzip von anderen erzogen werden und nicht mehr zu Hause. Die Mutter gehört normal zu den Kindern. Und deshalb braucht der Vater einen Arbeitsplatz. Wir brauchen also Arbeitsplätze und damit können auch die Familien wieder Existenz finden. Und das muss zurück. Und dann werden wir uns gegenseitig wieder schätzen und dann läuft alles andere wieder anders. Ob das noch möglich ist, weiß ich nicht. Aber wenn die kleine Familie, die private Familie geoutet ist, müssen wir uns nicht wundern, wenn die Unternehmer überhaupt kein Verständnis mehr für eine große Betriebsfamilie haben. Meine kleine Familie hat viele Vorteile, weil ich Inhaber von Trigema bin, aber meine Kinder dürfen nicht nur die Vorteile nutzen, sie müssen die Tausenden von Nachteilen, weil sie meine Kinder sind, genauso akzeptieren. Sie müssen, dürfen vieles nicht, was andere dürfen und meine kleine Familie muss Vorbild für die große Betriebsfamilie sein. Zum Schluss stelle ich immer drei Begriffe in den Raum und bitte um kurze Assoziationen. Erster Begriff ist Shareholder Value. Shareholder Value ist für mich der Tod unserer Wirtschaft, weil hier geht es nur nach Profit
und nicht nach Entscheidungen, die langfristig die Firmen sichern. Der Rettungsschirm. Der Rettungsschirm ist, das kann ich nicht beurteilen, das müssen die Politiker, die dafür zuständig sind, beurteilen, ist vielleicht kurzfristig notwendig gewesen, aber normal dürfte es gar nicht so weit kommen, wenn wir Griechenland mit betrogenen Bilanzen vor 12 Jahren selbstverständlich in die Eurozone hereingelassen haben, hätten wir vor 12 Jahren Bedingungen stellen müssen, die wir heute gestellt haben, vor 12 Jahren, dann wäre es für Griechenland besser gewesen und auch für alle anderen europäischen Länder. Was Persönliches? Freizeit. Freizeit ist ganz wichtig. Man muss mit Freude arbeiten. Und wenn man mit Freude arbeiten will und kann, dann braucht man auch eine Zeit für sich. Deshalb ist das wichtig, dass man auch ein etwa Freizeit hat. Das heißt auch Zeit für die Familie. Und ich sage immer, es gibt Zeiten, da hat Trigema Vorrecht. Aber es gibt auch Zeiten, da hat meine Familie Vorrecht. Wenn meine Kinder in der Vergangenheit irgendein Problem hatten, dann hatte ich Zeit für sie. Und die brauche ich. Wir brauchen Zeit für uns gegenseitig und nicht nur aus Profitgier Zeit für das Geschäft. Vielen herzlichen Dank, Herr Krupp, für dieses Gespräch und auch für die Gastfreundschaft. Vielleicht sehen wir uns irgendwann bald wieder. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön auch an euch, meine lieben Abonnenten, und das nächste Mal unterhalte ich mich mit Florian Weiß von Antenne Bayern. Bis zum nächsten Mal.